Ja, das ist das Y-Start-Messer. Ja, ein chinesisches Klappmesser mit Axis-Lock. Und das habe ich jetzt seit einigen Monaten im Test. Und wenn dich interessiert, was dieses Messer kann und was es nicht kann, ja, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun noch einmal, dieses Y-Start Klappmesser. Das habe ich mir von GearBest geholt und habe das jetzt seit mehreren Monaten im Einsatz. Jetzt im Wintertraining ist es noch einmal so richtig schön zum Einsatz gekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle es einmal vor. So. D2-Stahl, also diese Klinge ist ein D2-Stahl und wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich D2-Stahl grundsätzlich gut finde. Es gibt viele Gegner, es gibt viele Befürworter, ich kenne mich mit Stahl nicht aus, ich weiß, also zumindest von der Zusammensetzung nicht, ich weiß nur, dass ich diesen Stahl sehr gerne mag, weil er meiner Meinung nach relativ lange scharf hält, weil du ihn schön scharf kriegst und auch wieder leicht scharf bekommst. Also alles Vorteile, die für einen Reini, der ein fauler Hund ist und da nicht 10 Stunden und Fetischismus betreibt, um seine Messer zu schärfen, einfach glücklich ist. Und dieses Y-Start-Messer hier, du siehst es, also das fetzt wirklich, also da hast du wirklich einen richtig schönen Schliff dran. Also ich zeige dir das dann noch einmal, es ist einfach sehr, sehr nett. Es hat einen Axis-Lock, das bedeutet, das Auf- und Zumachen ist nicht der Liner-Lock, es ist auch kein Back-Lock, sondern es ist so ein Axis-Lock. Und das gibt natürlich die Möglichkeit, dass man es wieder auch schnell zumachen kann. Aufpassen, dass du nicht wehtust. Ich habe mich da beim Spielen, nämlich, ich habe mir da mal wehtan, also aufpassen, dass du dir nicht da reinschneidest, das tut ein bisschen weh, aber soll so sein. Insgesamt, das Griffmaterial, da gibt es unterschiedliche Farben jetzt. Ja. Also ich habe absichtlich grün genommen, damit wenn es irgendwo herumliegt, dass es gleich rauskommt. Aber insgesamt wirst du merken, dass das doch einen sehr fetten Griff hat. Es ist doch ein massiges Messer. Es ist für, also als EDC-Messer zum Beispiel, ja, wo ich jetzt sage Everyday Carry, ist es vielleicht zu schwer für den einen oder anderen. Dafür hast du aber auch, und das mag ich jetzt hier zeigen, wirklich was in der Hand. Also ich habe jetzt hier meine Fäustlinge und auf der anderen Seite habe ich Handschuhe angezogen und die Bedienung ist grundsätzlich überhaupt kein Problem damit. Also das geht, weil es einfach massiger, größer gemacht ist. Und auch das ist etwas, zum Beispiel wenn man die Pins anschaut, die von beiden Seiten hast du Zugriff, da ist es ganz einfach so, ja, wenn das irgendwas Kleines, Leichtes, Flauschiges ist, dann geht das vielleicht nicht so einfach zum Arbeiten draußen. Dafür ist es halt schwerer. Das alles hat Vor- und Nachteile. Ich gebe da unten den Link, schau da ganz einfach an, die technischen Daten und überlege, ob das dann etwas für dich ist. So, auch mit, natürlich mit so einem Fäustling ist es nicht mehr so einfach wie mit einem Handschuh, das ist klar, aber auch das geht. Und da ist dieser Axis-Lock und da komme ich jetzt. Weil ich hier nur diese Stifterl zurückziehen muss, kann ich automatisch verriegeln und die Sache ist erledigt. Und das ist der Vorteil meiner Meinung nach. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt zwei unterschiedliche Handschuhe und Fäustlinge angezogen, nicht weil ich krank bin. Nicht nur deswegen, sondern um zu zeigen, was der Vorteil bei dieser Sache ist. Ja. Also ich mache jetzt mal auf, arbeite dann und dann kann ich einfach hier hinten, so, ich will dir das zeigen, da bei diesem Axis-Lock, das ist nämlich der Schmäh dabei, dieses Hebel, zurückziehen, damit klappt es ein und dann Sache erledigt und versorgen. Dann, es ist hier ein Gürtelclip oder Taschenclip angemacht, aber leider nur auf der rechten Seite. Das heißt, ich kann es nur so versorgen. Das finde ich ein bisschen schade. Gut, bei dem Preis darfst du auch nicht mehr erwarten. Ich gebe da unten den Link. Es ist ja ein Bestseller auf GearBest. Also ist mir gleich angezeigt worden, wenn ich eingebe Knife, puff, kommt das gleich raus. Also du kannst es nur auf dieser Seite, in dieser Form tragen, weil da ist keine Bohrung vorgesehen. Das müsstest du selbst machen. Weiß ich nicht, ob du das machen willst, aber es wird gehen. Das müsstest du vorbohren, weil wenn wir da jetzt reinschauen, ja, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, ich versuche es. Hier sind Schrauben. Ja, das ist die Schraubung und auf der gegenüberliegenden Seite sind auch die Öffnungen ganz leicht zu sehen. Also das müsstest du dir selbst reinbohren, dann würde es natürlich gehen. Ja, was auch gegeben ist, ist diese Schraube hier. Das heißt, du kannst auch mit primitiven Mitteln wieder nachziehen, wenn es mit der Zeit locker wird. Brauchst nicht unbedingt Spezialwerkzeug, sogar Torx oder sonst was, sondern das kannst du auch improvisiert mal hinbekommen. Alles in allem ein sehr tolles Messer.
ich mag es wirklich sehr, sehr gern, einfach aus dem Grund, weil du gut damit arbeiten kannst, weil es schön fest in der Hand liegt, sicher in der Hand liegt, gut zu bedienen ist. Also das sind meiner Meinung nach die ganz klaren Vorteile. Ich mag es auch, oder? Wenn du Waldarbeiten. Ich mag es auch, weil du zum Beispiel den Feuerstahl super bedienen kannst damit, weil der Klingenrücken ganz einfach scharf gehalten ist, aber nicht so scharf, dass du dich aufschneidest. Also es geht wirklich sehr, sehr gut, wie ich meine. Das einzige Manko, das ich sehe, ist hier dieser Teil der Klinge. Das könnte ein bisschen länger sein. Es hat meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das ist sinnlos. Das hätten sie noch weiter nach hinten tun können. Aber sei es drum. Ein tolles Messer. Ich gebe da unten den Link auf GearBest, wenn du das auch holen magst. Preis ist ja wirklich absolut in Ordnung. Ich mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten und um einen Kommentar. Hast du dieses Wildstart-Messer? Was ist deine Meinung? Was hältst du davon? Erzähl mal ein bisschen was. Das wäre sehr, sehr cool. Ein Abo da auf den Kanal. Hier geht es zum Reini Rosson Messerkanal. Also wenn du mehr Messer haben willst, als ich hier am Survival Shop Kanal präsentiere, dann da. Ein paar andere Videos zum Anschauen, Link zum Produkt findest du unten. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald, ciao.